gerne vorbeischaut. Ich möchte mit euch heute einen Smoothie machen. Und zwar einen Apfelbirnen-Detox-Smoothie. Diesen Smoothie findet ihr auch unter diesem Namen auf Cookidoo. Ich habe ihn das erste Mal getrunken Anfang Januar, wo ich in Hamburg war. Und zwar hatten wir einen kleinen Workshop von den Community Stars. Und da wurde dieser Workshop praktisch ausgerichtet vom Kochclub Hamburg, und zwar von der lieben Maren. Da habe ich ihn, wie gesagt, das erste Mal getrunken und er ist mega, mega lecker. Und den möchte ich mit euch auch machen, weil ich wette was, keiner traut sich an diesen Smoothie eigentlich ran. Maren hat ihn auch etwas umgeändert. Die hatte keine frischen Birnen genommen, sondern auch einen Birnensaft. Wie gesagt, also das Originalrezept findet ihr auf Cookidoo. Maren hat es etwas umgeändert. Die hat auch Tiefkühlspinat genommen. Ich habe jetzt frischen Spinat. Aber ich werde dann immer zu den Schritten etwas dazu sagen, was praktisch bei mir jetzt anders ist wie im Original. So, und wir legen jetzt auch gleich los. Ich will gar nicht euch lange voll labern. So, eine Birne. Eine Birne habe ich nicht, dafür habe ich 100%igen Birnensaft. Also wer keinen Birnensaft hat, nimmt einfach 120 Gramm Birnen entkernt, also praktisch das Kerngehäuse entfernt und hier mit rein. So. Dann geht's weiter. Einen Apfel. Jetzt hier sind so 110 Gramm jetzt bei mir. Ich habe es vorhin schon abgewogen, habe mir einfach gewaschen. Die Schale lasse ich einfach dran. Blattspinat. Ich habe jetzt frischen. Ihr könnt jetzt auch TK-Spinat hernehmen. Wasser gekühlt. Das lasse ich jetzt weg, weil ich ja jetzt meinen Birnensaft drinnen habe. Ich gucke dann, wenn er mir doch etwas zu dickflüssig ist, gebe ich einfach noch Wasser dazu. Aber das sehe ich jetzt dann zum Schluss. 300 Gramm Orangensaft. Frisch gepresst oder 3 Orangen geschält in Stücke. Ich habe jetzt auch wieder 100%igen O-Saft. Jetzt sind es 312, egal. Und 3 Eiswürfel. Also wer jetzt einen Tiefkühlspinat hat, der kann die Eiswürfel weglassen. Ich habe jetzt 2, 4, 5, 6, 7, 8 Eiswürfel. Ich habe so einen Eiswürfelbereiter und da sind sie eigentlich recht klein. Und habe gedacht, komm, 8 Stück gibst du da mit rein. Das war es eigentlich schon. Jo. So, 2 Minuten auf Stufe 10. Nach den 2 Minuten sehen wir uns wieder. Wisst ihr, was ich vergessen habe? Mein Leinöl. Also ich gebe jetzt noch einen Teelöffel Leinöl dazu, wegen den Omega-3-Fettsäuren. Also ein Teelöffel Leinöl. So, das war es jetzt aber wirklich. Und weiter geht's mit dem Mixen auf Stufe 10. Meine 2 Minuten sind vorbei. So. Das riecht mega, 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 mega lecker. So, ich fülle das jetzt in ein Glas. Also er gibt 4 Gläser. Apfelbirnen-Detox-Smoothie aus. Ich koste jetzt. Der schmeckt so genial. Ich habe das ja mitgekriegt. Ich habe ja zum Schluss noch ein Leinöl mit dazu getan. Noch zusätzlich, um ein paar Omega-3-Säuren noch zu mir zu nehmen, wenn ich schon sowas habe. Also wie gesagt, entweder ihr macht es jetzt so, wie ich es jetzt gemacht habe, so. Oder ihr nehmt es einfach aus Cookidoo, das Rezept. Das bleibt euch ganz selbst überlassen. Und
Hättet ihr diesen Smoothie jemals gemacht? Nee, ne? Ich nehme mich auch nicht. Wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich den damals im Januar bei der Mare nicht gekostet, hätte ich ihn nie in meinem Leben gemacht. Testitzen, ihr werdet bestimmt begeistert sein, so wie ich es bin. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.